So, das Brasilien ist das. Ich glaube, das vorletzte Rennen, oder? Ne, da war's. Ne, es kommt noch. Ach ja, stimmt, diese Saison sind es ja 24, nicht 22. Gut, dann kommen wir noch ein paar Rennen. Weiß immer nicht, warum Mick da markiert wird, aber egal. Wahrscheinlich, weil er auslaufen wird und dann doch verlängert wurde. Ach, keine Ahnung, irgendwie so. Gut, es wird noch alles gebaut. In Brasilien sind wir ganz schlecht. Ja, das gefällt mir natürlich nicht. Zum glaube ich, dass Hülkenberg ein gutes Ergebnis erzielen wird. Wie immer. Auf Hülkenberg ist eben Die Verlass. F1 kommt nach Brasilien. Das Sprint, Alter. Mag ich gar nicht. Gut, wir haben nur ein Training, das ist gut. Da können wir ein bisschen Teile sparen. Ja, Mick, so, Mick. Das Getriebe wird nicht mal alles durchhalten, denke ich. So, 5, 7, 4. Drei Seitenkästen, ja, das könnte schwierig werden, aber ich denke mal, ihr schafft das schon. Ihr macht ja keine Fehler mehr jetzt, hoffentlich. Ja, da bin ich jetzt mal gespannt, wie es im Sprint laufen wird. Hülkenberg, Motor, das schaffst du noch mit dem? Angst wegen dem Getriebe, das könnte schwierig werden. Genauso bei Mick, denke ich mal, wird es gar nicht reichen. Aber wir werden sehen. Wenn ich hatte noch einen anderen Motor. So, Sprint Qualifying simuliere ich ja. Hallo. Der Sprint und auf Intermediates. Platz 13 und Platz 15, das ist wieder mal frech. 24 Runden in Interlagos im heutigen Sprint. Also, die sind im. Das Startsignal Na. erlischt und los geht's. Im simulierten Qualifying immer viel besser als ich. We're happy if you push. We are happy if you push. Okay, viele haben sich ein kaputtes Autoteil einsetzen lassen. Naja. Boah, schön innen reingestochen, Hülkenberg. Er macht das super. Ja, gut. Hauptsache, du beanspruchst den Reifen nicht zu hart. Deswegen würde ich mal sagen, mein Mick, den nimmt schon raus. Wir Ja. biegen hier jetzt auf Kurve 12. Und oh ja, er kommt einfach zu weit. Ja, es war doch nichts. DRS enabled. Currently P11. You have Gasly ahead. Gap 0.5. Ja. So watch for Sergeant behind. Ja. Oh, Leute. Okay. Oh, Hülkenberg mit einem krassen Manöver. Und ist doch nicht zu schlecht. Na, oder doch nicht. Falsch gedacht. Sehr trocken die Strecke gerade. Deswegen weiß ich nicht. Der Reifen zu heiß, das ist schon ein großes Problem. Pushen die etwa alle? Ich möchte nicht pushen, weil Reifenprobleme sind nicht gut. Warte, bis es Regen gibt, guten Regen. Gut, jetzt gibt es leichten Regen.
Da können wir die Reifen jetzt wieder mehr beanspruchen. Ja, wir können Gasly zwar hinter uns halten, aber nach vorne wird es halt schwierig. Hoffentlich gewinnt Piastri das nicht wirklich, ey. Warum ist denn Norris so weit hinten? Was ist denn mit Norris los? Was soll denn das? Hamilton kann auch nicht mehr antworten, richtig. So, jetzt kommt Stroll wieder zurück. Ja, der war lange Zeit hinten. Warum auch immer. Also von den hinten fahrenden haben wir mit die besten Reifen. Perez vorne hat könnte noch Probleme bekommen. Das habe ich gesehen. Das war Stroll. Jetzt gibt es die gelbe Flagge. Was ist denn da passiert? Direkt vor uns. Mensch, es war aber nicht Hülkenberg. Ei, das ist ja super. Oder Mick. Komm, das war ja gar nichts. Also. Das Auto ist niemals so kaputt. Ja, das hilft den Reifen natürlich. Die halten auf jeden Fall bis zum Ende durch. Ein echtes wäre zwar besser gewesen, aber hier ziehen die mal natürlich auch. Hat die Ankommenszeit jetzt vielleicht ein bisschen nach hinten geschoben. Ja. Yeah. Wir haben hier eine gelbe Flagge. Vinicius klingt da auch nicht so begeistert, wenn sowas passiert. Verständlich. Wie Sie sehen, fahren wir in Kurve 2. Boah. Und er konnte nicht viel tun. Alter, wurde er rausgedrängt. Da war's denn. Wir nehmen Busche. Wir nehmen die jetzt. Hamilton! Och, Hamilton! Aber warte mal, das heißt, wir sind auf jeden Fall beim Restart 9. Der Sprint kann weitergehen! Das Startsignal erwischt und los geht's! Piastri hat seine Gebrauchten drauf. Wir haben die Stadt gegen Ocon. Was? Wir haben gewonnen. Gegen Ocon. What the fuck? Ey, wir haben hier das... Laut Berechnung haben wir hier mit das schlechteste Auto. Eins der schlechtesten. Und wir sind gerade... in den Punkten. Im Sprintrennen. Das musst du auch erst mal schaffen. Ich dachte, wir könntest du nur da kurz mal gefährlich werden. Oh, wir haben eine Lücke zu Sergeant, der hinter uns fährt. Mal geil. Ey, greifen wir gerade Tsunoda an? Wir hängen ihm auf jeden Fall am Poppes. Ey, komm, Hülkenberg, wenn du das schaffst, Alter, das wäre echt krass. Das wäre echt geil. Jetzt zwar eher es rausnehmen, aber irgendwie musst du den Williams hinter dir lassen. Hoffnung ist da, bitte Hülkenberg, Hülkenberg, Hülkenberg. Hülkenberg. Oh nein, das kannst du doch keinem erzählen jetzt. Du musst jetzt, komm. Und nutz alles, was du hast. Wir brauchen diesen 8. Platz, komm. Bitte. Nicht die Williams vorlassen. Das darf auf keinen Fall passieren. Sehr wichtig, der Punkt. In dem Rennen, wo wir es am wenigsten erwartet hätten. Schade. Komm, zieh! Jawohl. Now we'll come around and take the checker. P8 for you. Auch Nico Hülkenberg konnte im Sprint
Punkte ergattern. Ja, das hätte niemand erwartet. Piastri ist Erster. Norris ist Sechster. Mist. Das ist echt scheiße gelaufen. Oh. Wir haben eine nasse Strecke. Ja, schön. Okay, green light, green light. Ja. Wird es nachher wärmer oder? Also ohne Regen? Es wird weniger Regen, aber es wird glaube ich nicht ohne Regen geben. Keep an eye on your delta. Okay. More charge and box. Box is not. Ich muss mal gucken, wie die anderen loshauen. Warum hat denn Leclerc schon wieder ein kaputtes Auto? Ich kann das nicht mehr. Wir alle haben irgendwie Regenreifen aufgezogen, sagen unsere Gauts. Wann muss ich loshauen? Am besten jetzt gleich. Am Ende wird es nochmal mehr. Bottas. Ja. Nick wird von Leclerc aufgehalten, auch gut. Du kriegst nochmal die gleichen, Nick. Denn dann fürs Regenrennen. Ja, wenn wir nicht aufgehalten worden wären, hätte das eine gute Zeit mit Mick werden können, aber so nicht. Ich fahre trotzdem noch mit beiden raus. Vorsichtshalber. Ja, Mick konnte sich nicht verbessern. Ja, schönen Dank auch, Leclerc. Danke. Aber naja, was jetzt machen? Da machst du nichts. Stand schön im Weg rum. Ja, dann mal die Reifen wieder. Ich will zwei Frösche für uns Rennen haben, weil ich nicht aufs Wetter geguckt habe. Wir fahren dann mit dem Gebrauchten, der noch gut genug ist, denke ich mal. Okay, vor Ricardo, das war jetzt wichtig. Ja, es war trotzdem keine gute Runde. Ja. Okay. Mister. Wie viel Prozent hat er? 91. Ja, 91 ist noch super. Das passt schon. So, wann hat's denn die trockenste Strecke? Am Ende, okay. Das finde ich gut. Okay, es wird wieder feuchter ein bisschen, aber es trocknet auch gleich ab. Der Stream fährt, der ist gerade Erster, fahr mal mit. Oh, da sind sich einige zu sicher, da sind sich einige zu sicher. Das könnte noch ein Nachteil für sie werden. Da. Ist toll. Oh, das ist aber auch ins 3 gekommen. Sehr gut, Rückenmark, das hast du super gemacht. Ich opfere dann sogar einen frischen Reifen. Das war wieder eine taktische Meisterleistung vom Borussia Dortmund Motorclub-Team, keine Ahnung, Motorsport-Team. So, let's press in-button, press in-button. Yep. Okay. Bin mir nicht sicher, ob am Ende sogar die weichen Reifen sein könnten. Und wenn nicht, schmeiße ich es weg.
als letzter. Das Auto. Also. Im Qualifying starte ich von der letzten Position aus. Ja, ich denke mal, es wird trocken. Okay. So lange wie möglich noch warten. Jahresherd. Okay, dann können wir jetzt auch raus. Komm. Okay. Let's go! Mal gucken, ob es das bringt, mit Hoften rauszufahren. P3, P3, P4, P4 ist okay. So weit vorne. Hammergeil. Hauptsache, es wird nicht so weit nach hinten gehen wie in Kanada. Ja, wir haben wirklich das schlechteste Auto hier, glaube ich. Es wird schon schwierig, ja, beide Erträgen. Okay. Und nicht mehr lange. Wer wird gewinnen? Das wird sich zeigen. Hier beim großen Preis von Sao Paulo. Die Ampel ist aus und los geht's. Okay, ich finde es gut, dass Norris vor Piastri ist. Also, wie sieht es mit der Strecke aus? Dauerhaft leichter Regen. Runde 12 könnte es sehr trocken werden oder auch nicht. Na, gucken mal. So. Gut. Und gegen Perez kämpfen wir. Und wir haben den Platz gegen Perez sogar gewonnen. Aber wieder auch gleich wieder verloren. Wir kämpfen auf jeden Fall. Aber, ja gut, wer hätte das damit gerechnet, dass wir nach hinten fallen? Damit hätte wirklich gar keiner gerechnet. Eieiei. Was ist denn mit Leclerc los, Alter? Das kannst du keinem erzählen. Hamilton ist sogar letzter. Stimmt. Alter, der Startplatzstrafe, der hat ja Autoteile. Nee, hä? Keine Ahnung, warum er letzter ist. Verstecken. Ja, komm, also jetzt. Wir werden nach hinten fallen und Sprintrennen sind sowieso ein bisschen länger meistens, deswegen kann ich ruhig mal schneller machen. Also Sprintwochenenden. Okay. Don't forget the lift off. Ja, jetzt schlüpfen wir. Also, wir haben uns ein eines Pünktchen geholt. Damit sind wir zufrieden. Man muss nicht immer nach den Sternen greifen. Kann auch mal mit dem zufrieden sein, was man hat. Was ich aber nicht gut finde, dass wir Leclerc aufhalten. Das gefällt mir gar nicht. Weil Leclerc hält eher die anderen auf. Er kommt nicht an uns vorbei, weil er ein kaputtes Auto hat. Jetzt ist aber Piastri vorbeigefahren. Ja, Piastri können wir nicht hinter uns halten. Also nicht allzu lange. How are the track conditions? Nee. Das ist mir dann doch zu riskant. Und wie der Piastri jetzt wegfährt. Hier Leclerc ist jetzt auch vorbeigehuscht. Aber da können wir nicht lange. Wir müssen halt kämpfen, wirklich wie alle anderen. Die hinter uns halten. Jedes Überholmanöver senkt auch Hülkenbergs Vertrauen. Das heißt, wenn wir nicht mehr zurückkämpfen. Ne. Also wenn wir Glück haben, erreichen wir noch irgendwie eine gute Punktzahl, aber über Zeit schwierig. Weiß noch nicht, warum die gesagt haben, Hülkenberg soll so früh rein. Aber naja. Wollen lieber beides ins Pushen. Ja, jetzt sind die da ein bisschen weggefahren. Hülkenberg, machet mal nicht. Fahr wieder ran.
Okay, naja. Safety car. Was passiert? Charge on. Positive on Delta time. Yep, copy. Just keep your tire temp. Also. Soll ich es probieren? Du meine Güte, ein Unfall! Es gab einen Unfall! Jetzt liegt's. Ich kann jetzt alles zerstören und das kann mir übel zu bringen. Komm. No risk, no fun. This lap. Bit late. Naja. Copy, pit entry. Okay, gute Boxenstopp-Zeit. Oh, wie ist denn jetzt der Haas vor uns gekommen? Der muss ja. Langsamer Boxenstopp. Ja, passiert halt, ne? Okay, das Safety Car muss schnell verschwinden. Es war dumm, ich hätte so bleiben sollen. Was war ein Versuch wert? Komm jetzt rein. Es reicht. Oh nö. Leute, der Regen. Okay. Safety car in this lap. Safety car in this lap. Get ready to go. Yep. Ja, guck mal, ob wir uns die jetzt holen, alle. Oder ob das wirklich so ein richtig großer Fehler war. Wir kommen da nicht ran, also. War echt nicht gut. Ich dachte echt, das wär's. Jetzt, also. Das ist belastend. Sainz ist rausgefallen, ja, schön. How is the track? Belastend. Okay, we will box now, box. Ich hab's einfach weggeworfen, also sorry, aber. Yeah, bitte box. I'll change the inter. Es war dumm. Es war richtig dumm, Leute. Also, pss. Sorry. Oh, jetzt brauchen wir auch ewig, um da wieder ranzukommen, Alter. Das kannst du keinem erzählen. Ich bin so dumm. Warum mache ich denn das? Ich probiere das nicht mehr. Also, das war richtig dämlich, ey. Lots of crashes. Was hier mit Albon? Possible gravel. Tsunoda und Tsunoda und Gasly? War passiert, ne? Tsunoda ein bisschen häufiger. Gasly, is in the barrier in his debris. Gasly hat eine Strafe bekommen. Und Tsunoda ist nur am Arsch mit dem Auto ein bisschen zumindest. Oh, Gasly hatte sogar eine Strafe, Mick. Da musst du vorbeikommen. Jawohl. Musst sogar Gebrauchte nehmen. Also Hülkenberg muss jetzt nur noch einen Platz gut machen. Das wird aber schwierig. Und da haben wir die gelbe Flagge. Außer Ricardo macht nochmal so einen schönen Move, der uns nach vorne spürt dann. Okay, Sergeant wegen Boxenstopp überholt, geil.
Die Reifen wird doch etwas stärker verbraucht als erwartet. Beim Pushen. So, Ricardo hat schlechtere Reifen als wir, das ist gut. Ey, das mit dem. Mit den Soften, das war halt wirklich der Fehler, aber. Wie es aussieht, hat das uns nur so ein bisschen nach hinten gespürt. Ich meine, wir sind trotzdem noch Elfter, wie auch immer. Das nochmal probieren. Ne, Spaß. Wird dämlich. Brauchen auf jeden Fall noch einen unserer gebrauchten Intermediates. Tsunoda muss auf jeden Fall auch nochmal zum Wechsel. Und das weiß man nicht. Der muss oder nicht. Könnte oder aber er lässt Zeit. So mit diese Runde. Seine 89er Intermediates. Aber ist auch der letzte Stop. So, Hülkenberg muss jetzt kommen, sonst wird es gar nichts mehr. Nur 84er. P17, ja, schön. Ja, Tsunoda kommt nochmal jetzt. Ja, Tsunoda Sounds, das war's dann mit den Punkten. Die sind weg. Ja, Mick muss noch einen Platz gut machen. Mick, bitte. Mick. Mick, 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 Mick. Attacke auf Gasly. Oh nö, jetzt nicht. Das ist schlecht. Okay, Nico, we'll get the tires calmed down. Yeah, copy. Ja, Mick kriegt das so hin mit Gasly, wenn nicht, muss er noch ein bisschen Reifen schonen. Ja, passt schon. Feucht, feucht, feucht. Wir dürfen jetzt halt wirklich nicht zu viel pushen, sonst war's das mit Reifen. Ich hoffe, Mick kriegt das wirklich mit Gasly so hin, ohne dass ich eingreifen muss, aber anscheinend schon. Fährt gut von ihm weg. Ja, das reicht für Mick, denke ich mal. Gasly hat auch keinen Reifen mehr gefühlt. Ja, Hülkenberg, das war wieder mal nichts, leider. Sorry. War meine Schuld. Ja, komm, kannst Sachen sparen. Den Motorattack hier noch. Und 16. werden, das ist in Ordnung. Oh, jetzt hat Piastri gewonnen. Oh nö. Boah, das ist 8er, das ist schlecht für uns. Oh nee. 4 Punkte sind das. Mist. Sorry, ey. Oh, es hat noch 10 Punkte nur noch. Was machst du, Junge? Was machst du? So, wo war Hülkenberg eigentlich? Hülkenberg immer noch auf der 11. Gut. Die anderen kommen langsam. Wenn man auch sagen kann. Es ist Hülkenberg gegen Bottas und Mikkel gegen Sargent und Will Führen gegen beide. Aston Martin ist auch noch da, aber ich denke mal, unser 6. Platz ist sicher. Wir haben gute Boxenstops gemacht. Haben wir nochmal 3 Punkte bekommen, sind trotzdem fast letzter. Wir sind hinter uns. Warte mal. Williams, wer ist noch da hinten drin? Sauber? Aston Martin ist da. Warte mal, was ist denn hinter uns? Ey, ich komme nicht drauf, warte mal. Ferrari, Red Bull, McLaren, Mercedes, Alpine, ja, RB, ja, Aston Martin, Sauber, Williams und Mercedes, nee. Ich habe echt keinen Plan, ey. Bin ich blöd oder was? Hä? Hülkenberg did not finish?
Wie Hülkenberg did not finish. Warum stand da did not finish? Haas. Oh mein Gott, ich habe Haas vergessen. Geil. Da kann man schon mal machen. Ja. Zane Maloney ist erst da. Wo ist eigentlich... hier, Dings. Franco Colapinto. Ist hier überhaupt nicht gut. 71. Ja, am Anfang ist er bestimmt noch schlechter. So, neue Heckflügel für Hülkenberg, neue Unterboden für Hülkenberg. Und Mick kriegt ein neues Chassis. Gut. Ja. Mick ist in Reaktion besser geworden, ja, das habe ich gemerkt. Ja, komm, dann macht euch da frei. Dann seid ihr nicht so müde. Gut, du kannst aber auch bessere Arbeit leisten, Mensch. Okay, wir haben ein bisschen Zeit für Vereinigte Staaten jetzt. Oder ist schon was fertig am Auto? Ich brauche neue Heckflügel, habe ich gesehen. Nach 2 Tagen, okay. Könnte ich auch noch warten. Heckflügel gehen schnell. Oh, eine 92 für Vacher. Nicht gut. So, ich sag mal, 3-0 müssten reichen. Passt schon. So, brauchen wir jetzt noch was. Also das wäre dann die letzte Herstellung. Jetzt noch was brauchen. 4 Aufhängung. Könnte man was machen bei den Aufhängungen. Mach mal eine. Vorsichtshalber noch. Nur eine einzige. Müsste reichen. Und ein Chassis dann vielleicht noch. Später. Heckflügel sind auf jeden Fall fertig. Ja, dann mach noch ein Chassis und fertig. Dann müsste es auch reichen für alle Rennen noch. Gut, beim nächsten Mal geht es weiter in den Vereinigten Staaten. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ciao.